du! Eivor, ich muss dir und Kira danken, dass ihr meine Männer geheilt habt. Selbst wenn die Quelle dieser Hilfe mir nicht gefällt. Nicht alle Droiden sind deine Feinde. Nur die Kinder der Danu haben dich angegriffen. Kira erzählte mir von diesem Droidenorden. Wenn sie aus dem Dunklen zuschlagen, können sie nicht sehr stark sein. Vielleicht wollten sie nur unter ihren Gegnern Zweifel säen. Und unter deren Freunden. Ich bereue mein anfängliches Misstrauen. Aber so viel irisches Blut wurde von Dänen vergossen, denen zu schnell vertraut wurde. Ich weiß, was Blutbande bedeuten. Sie können so hell leuchten, dass sie dich blind machen. Also, König, wenn Eilech der Preis ist, wie soll es eingenommen werden? Die Ringburg ist die stärkste im ganzen Land. Und doch leben die Könige von Eilech außerhalb dieses Schutzes und machen sich törichterweise angreifbar. Es ist dennoch ein langer Weg über unsicheren Boden. Dein Heer wird unbekannten Kräften ausgeliefert sein. Abt Owen bot uns bei Clocha Land an, auf dem unser Heer ein Lager aufschlagen kann. Von dort geht es nach Eilech. Das kam gerade an. Die Könige von Eilech wollen den Frieden verhandeln. Sie geben auf, ehe du ihren Boden erreicht hast. Andere würden für einen Ruf wie deinen sterben. Mir gefällt das nicht. Die Worte sind vage. Zu viel wird erbeten, zu wenig geboten. Was schadet es, uns sie anzuhören? Ein Schwert versperrt schnell alle anderen Wege. Sie kennen mich. Sie werden zuhören. Du würdest für mich sprechen? Wenn du mich mit deinem Vertrauen beehrst. Hast du eine Meinung, Eivor? Oder stehst du einfach auf der Seite deines Vetters? Mein Vetter weiß guten Rat. Ihr habt nur Zeit zu verlieren. Und wenn Worte versagen, wird der Stahl antworten. Die Zeit vergeht viel schneller, wenn man ein Heer unterhalten muss. Aber ich ziehe deine Worte in Betracht. Mein Leben war bislang bestimmt von Krieg und Verschwörungen. Die Treue eines Bruders kannte ich nie. Vertrauen vergebe ich nicht leichtfertig. Barret MacImar, König Düflins. Ich gewähre dir hiermit für mich, Flann Shinna, Hochkönig von Irland und für das gesamte irische Volk zu sprechen. Ich werde dein Vertrauen in Ehren halten, mein König. Habe ich den Segen, Barret zu begleiten, König Flann? Ich werde unsere Zeit nicht mit Förmlichkeit verschwenden, Eivor. Aber du gehst nicht mit ihm. Ich brauche dich woanders. Sag mir wo. Du musst für mich die Gunst der nördlichen Inel gewinnen, wie du es bereits in anderen Königreichen getan hast. Kira wird dir am Taubenschlag alles erzählen. Du sollst ihr Wohlwollen erhalten, als Dank für dein Vertrauen in meinen Vetter.
Dann mal los! Ist unter euch ein Seeskalde? In meinem 19. Winter befahl Königstür mir die Errichtung eines neuen Langhauses, der wunderbaren Halle, die nun in Thornberg steht. Um dieses Langhaus zu bauen, setzte er 20 Männer ein. Unter ihnen waren ich und auch Fragen, der stärkste und beleibteste Mann. Daran Bäume zu fällen und Holz zu hauen. Fradi war der Schnellste. Er streckte 41 Bäume in nur 2 Tagen nieder. Am 3. Tag stand ein spindeldürrer Mann namens Nah kurz davor, seinen ersten Baum zu fällen. Er hatte ihn von allen Seiten behauen, wie ein verrücktes Tier. Aber der Baum fiel in eine unvorhergesehene Richtung. Direkt auf Fradi. Nah rief eine Warnung. Doch war es zu spät. Fradi hatte nur genug Zeit, sich dem Unheil zuzuwenden, das auf ihn hinabkrachte. Er hob seine Arme, um den Holzhammer zu umarmen. Die Gewalt des stürzenden Baumes trieb Fradi tief in die Schneebank. Doch ließ er nie los. Er hielt den wütenden Stamm wie eine Geliebte. Wie Hunde buddelten wir im Schnee, um ihn zu erreichen. Wir fanden Fradi in 3 Metern Tiefe, am Leben, doch mit Schmerzen. Den Baum noch immer auf den Schultern. Ja! Eine Geschichte. Als ich 11 Winter zählte, war ich der jüngste meiner liebsten Spielgefährten. Ein wildes Rudel meiner Vetter und Basen. Zusammen mit unseren Eltern besuchten wir ein Fest im Heim von Halfdan dem Schwarzen aus dem Haus der Ünglinger. Um unsere Geduld zu schulen, wurden wir an eine alte Frau gegeben, die uns anwies, Fladenbrot zu backen und es dem Jagd zu bringen. Nach 1 Stunde waren die Fladenbrottürme so hoch, man hätte ein Dach darauf setzen und es Langhaus nennen können. Als unsere Arbeit getan war, schlug ein älterer Junge, Rudreuth, vor, dass wir ein Metfass stehlen, zum Lohn für unsere gute Arbeit. Also schweigt er. Was siehst du? Dieser Ort wird gut bewacht. Ich sollte verschwinden. Saga hören. Ich
Ich kannte einen verrückten Mann in meinem Alter. Rook, den wir anfingen, Rook den Ramscher zu nennen, weil er Äxte sammelte. 20 Jahre lang sammelte er Äxte aller Größen und Formen. Nicht einen Tag verbrachte er in der Schlacht, doch er schwor bei Thor, dass es geschehen würde. In seinem 31. Jahr nach zu viel Ale verführte Rook die Frau eines anderen. Dieser Mann forderte Rook zu einem Holmgang heraus. Rook nahm den Holmgang an und am vereinbarten Tag breitete er 12 seiner Äxte aus und fragte, welche davon nehme ich, um dich zu erschlagen? Wird es Knochenspalter sein? Fragte er. Meine Bartaxt mit den Cedar-Runen auf einem Griff aus englischer Eiche? Oder Blutbrunnen, fuhr er fort. Meine Dänenaxt, welche mit zwei Händen gegriffen, einem Pfeil gleich die Luft durchschneidet? Oder vielleicht der Doppelwolfsjäger, knurrte Rook mit wachsender Kühnheit. Ein wildes Paar Wurfäxte! In diesem Augenblick ließ der Mann, der Rook herausgefordert hatte, einen großen Stein auf seinen Kopf krachen. Rook starb sofort. Und seine Äxte wurden verschenkt. Ist unter euch ein Seeskalde? In meiner Jugend hörte ich die Geschichte von Kalda, einer wilden jungen Frau, deren Vater ihr Schwertkämpfe und Raubzüge verbot. Kaldas Fähigkeiten waren denen eines jeden Mannes im Clan mindestens ebenbürtig. Und so kam es, dass ihr geliebter Gappi sie auf sein Schiff bat. Wieder einmal verbot Kaldas Vater ihr zu gehen, nannte sie weich, schwach und zerbrechlich. Doch Kalda beachtete ihn nicht und ging. Meine Wölfe und nehmt das köstliche Silber! Ich schaffe das nicht allein. Hier mal Hilfe!
nicht! Sollte ich vorsichtig. Dann gehe ich mal besser. Es ist die Hälfte geschafft. Kommen after, Stierbein. Verschwinden wir von hier. Segel hoch! Segel! Thank you.
Bist du noch bei Trost? Sofort angreifen. Jetzt schnell von hier verschwinden. Das dürfte König Flan Unterstützung sichern. Ich sollte ihn bei Klocha treffen.